Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Path of Radiance. Hier im 6. Kapitel sind wir mittlerweile angekommen. Es geht voran. Und naja, wir sind immer noch im Vorbereitungsbildschirm und müssen diesen Fluchtpunkt hier erreichen. Übrigens ist ein neues Kapitelziel. Nicht mehr wie sonst einnehmen oder so weiter. Wir haben als eine Flucht als Missionsziel. Das heißt, wir müssen mit Ike dieses Feld erreichen und dann halt das Kommando Flucht nehmen, um das Kapitel zu beenden. Andere Charaktere können voranfliehen. Und wenn sie das tun, gibt es Bonus-EP später. Was ziemlich cool ist. Und naja, wir legen jetzt erstmal los. So, die zwei machen sich mal auf den Weg. Oh. Oh, das ist ein Baum. Leider kommt so hier in den Büschen ziemlich schlecht voran. Müssen wir leider ein bisschen warten. Oh, reißt, lass ich da auch mal mitgehen. So, Beut kann ein bisschen helfen. Ich meine, wenn Beut ein bisschen weiter zurückbleibt, ist das... Beut, sage ich schon. Wenn Reiz ein bisschen weiter zurückbleibt, ist das eigentlich auch nicht so schlimm. So, Ike ist in Stellung. Weil ich würde eigentlich wollen, dass sich Ike dahin stellt, wo... Soren dahin stellt, wo Ike steht. Und Reiz noch ein bisschen näher ranrückt. So, Beut kann auch noch ein bisschen weiter vor. Ich glaube, bis hierhin kann er gehen, bevor er entdeckt wird. So, sollte reichen. So, und kannst du den da erledigen? Ja, genau. Ein KP fehlt, ne? Schade. Sonst hätten wir die beiden hier gleich aus dem Weg räumen können. An den hier kommst du nicht ran, ne? Reis kann ich ja nicht schubsen. Doch, er kann dich schubsen. Na, ihn kannst du aber auch nicht erledigen. Ich kann ihn aber auch nicht erledigen, da passt das schon. Dann macht Ike den da kaputt und Soren stellt sich dann gleich so, dass er den gegnerischen Zug von dem Schützen angegriffen werden kann. Kann er den eventuell vorschwächen. Wer kommt der? Können wir den nicht erledigen? So, dann müssen wir noch einen Schritt vor. Auf der anderen Seite kommt da irgendeiner ran? Ja, oh Gott, das machen wir nicht. Ich stelle ihn da hin. Ist doch vielleicht keine gute Idee, er kommt da auch noch mit dran. Ach so, und schafft das schon. So, das ist ein großer Junge. Was ziemlich cool ist, da, weil Beut so viele Stärke-Level-Ups gekriegt hat, ist halt auch, dass er jetzt nicht mehr durch seine Eisenaxt scheinbar beeinflusst wird. Was hatten die? 10. Ja, er kriegt einen Malus von 1 drauf. Das ist mehr als die mit ihren Waffen kriegen. Ich meine, er hat eine Stärke von 3. Was will er machen? Kein Wunder, dass er so noch gegen die doppeln kann. Die Eisenlanze von Oscar macht's bald nicht mehr mit. Den Typ mit dem Langschwert würde ich vorher aber gerne noch erledigen. Level up für Titania. Oh, Magie. Gutes Level up. Ich werde mich nie wieder über die Wachstumswerte beschweren. Wir haben die Söldner entdeckt. Du da, informiere sofort General Petrine. Sie soll die Truppen zusammenrufen. Jawohl, Sir. Ach, der geht eher auf Ike. Dann sollte Soren eigentlich Gucci sein.
Der General kann ihn unmöglich one-shotten. Und doppeln wird er wahrscheinlich auch nicht. Der geht eher auf Ike. Gut. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen weiter zurückziehen mit den beiden. Also was wir machen könnten, wir können gleich das Königsschwert nehmen und damit den General erledigen. Soren kann nicht von dem besiegt werden, ne? Die machen 7. Ja gut, das übersteht er. Soren hat so viel KP, er würde den Angriff von beiden hier überstehen. Und von ihm noch dazu. Mach's auch nur 6. Aber das geht dann ja genau auf, wenn du mit 6 doppelst. Greif erstmal an und dann heilen wir. Der überlebt ja mit 2 KP. So, müssen wir Ike jetzt mit Reis heilen. Reis hat eine Geschwindigkeit von 6. Was hat er? Hier hat einen Stahlbogen. Okay, das heißt, er dürfte eigentlich nicht doppeln. Stahlbogen hat 9 Gewicht, der hat eine Stärke von 4. Nee, der doppelt nicht. Der greift aber mit 13 an. Reis hat 22 KP, das schluckt er. So, Ike ist wieder fit. So, Bolt kann sich mal um den hier kümmern. Den hat er so gut vorgeschwächt. Da kann er sich ein Level-Up für gönnen. Wow. Oh, er hat eine Stab-Axt. Machen wir es mit Titania. Ist sicherer. Das ist natürlich optimal. Na, war das ja der richtige Call. Danke für die Stabaxt. Also jetzt gehen die beiden Soldaten da unten auf Soren. Beziehungsweise es kann nur einer gehen, weil Soren die nicht plattkriegt. Oh, ausgewichen, sehr schön. Nevermind, es aktiviert sich Adept. Reicht das? Ne, dürfte nicht reichen. Oder? Oder? Hooray! Da hat er ihn einfach mal platt gemacht. Ach Mann, wieder so ein schlechtes Level-Up. Kann sich bitte nochmal Adept aktivieren? Schade. Weil der hätte das, glaube ich, überlebt. So kümmern wir uns um den da. Der hat erstmal Priorität. Jetzt haben die nicht viel Trefferquote. 64, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, Soren geht bald das Windbuch aus. Das ist ein bisschen schlecht. So, ich kann eigentlich noch einen Heal vertragen.
das ist Reis einzige Möglichkeit, EP zu kriegen, das Hallen. Also nutze ich das, wann es geht. So, dann hatten wir die Seite schon mal fast clear. Tja, ich fürchte, bei dem Ritter brauchen wir ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Gucken, dass Oskar den dann im Gegnerzug erledigt. Oh, da steht sogar ein Magier. Ja moin, da steht der erste feindliche Magier in den Gegner rein. Der hat sogar einen Stärkepunkt, kriegt kein Malus auf seinen Wind. Bin dezent neidisch. Ach, er geht zum Heiler. Naja. Dann können wir Beut gleich positionieren. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Er geht wieder auf Ike, was ich irgendwie witzig finde, dass sie eher auf Ike gehen, nur weil sie Waffendreieck Vorteil haben. Dabei müssten sie auf Soren eigentlich mehr Schaden machen. Na, immerhin Geschwindigkeit. Oh, ich wollte gucken, wie weit können die da eigentlich gehen. Okay, da kann sich Ike eigentlich ruhig reinstellen. Ach, da kommt er gar nicht hin. Auch gut. Sollen seine beiden Freunde erstmal kurz nachziehen. So, den Heiler können wir jetzt ganz easy mit Oskar erledigen. Oder den können wir gar nicht besiegen. Never mind. Dann baiten wir den Ritter. Oh, op. So, wie weit kommt er? Das ist ziemlich wichtig. Unsere Charaktere haben nämlich größtenteils eine ziemlich niedrige Resistenz. So, das war er. Gut, dann müssen wir uns um das Ihmchen hier kümmern. Ja, so Titanen, die mal erledigen, ist der Heiler wenigstens erledigt. Also, und Oskar kann dann da an. Lässt sich, wollte gerade sagen, so Ike ein vorwärts. Was hat denn er? Er hat ein Stahlschwert, das heißt, er hat einen Malus. Er dürfte dich nicht doppeln. Ne, wir haben 13. Aber wir kriegen halt auch immer noch einen Malus durch das Stahlschwert. Nehmen wir das Eisenschwert, da kriegen wir keinen drauf. Da. Und Level Up für Ike. Für Reis, nicht für Ike. Gott. Es ist spät, Leute. Eigentlich überhaupt nicht. Ihn zu besiegen wird echt schwierig, ohne in seine Reichweite zu kommen. Das können eigentlich nur Titania und Oskar machen. Titania soll ihn jetzt erledigen. Er sollte rausgehen und Oskar stellen wir dann gleich mit dem Langspeer rein. Oskar kann da eigentlich direkt hinreiten. Wozu hat er den reitbaren Untersatz? Das reicht nicht ganz. Gut, dann baiten wir. Wie weit kommst du? Bis dahin, gut.
Dann mal los. Toll, da trifft er nicht mal. Das ist jetzt unglücklich. Mal gucken, ob du triffst. Na, wenigstens einer trifft hier von den beiden. Ärgerlich. Naja, kriegt Bolt eben noch ein bisschen EP. Oh, das ist aber nicht gut. Naja, wir können ihn da gleich rausholen. Und retten. Tata. Retten ist nämlich eine ziemlich nützliche Funktion, wie man sieht. Wenn man einen Charakter rettet, dann, wie ihr seht, ist Borch jetzt bei Titania quasi. Dafür kriegt sie aber Malus auf Fähigkeit und Geschwindigkeit. Und naja, sie konnte halt ihren Zug nicht weiterverwenden. Sowas ist halt ganz nice, wenn man Charakter nochmal eben schnell rausholen muss aus der brenzligen Situation. Wie eben gerade. Wäre mir nämlich nicht sicher gewesen, ob Boyd den Angriff von dem Lanzenträger da unbedingt überlebt, weil er auch nur 15 KP hatte. So kann man halt auf Nummer sicher gehen. Und retten geht halt nur bei Charakteren, die eine niedrigere Statur haben als man selber. Zum Beispiel Ike hat 9, Soren hat 6. Das heißt, Ike kann Soren retten, aber nicht umgekehrt. Was ist das denn? Die sind nicht schlecht. Los, Männer, zeigen wir den elenden Hunden, wie scharf unser Stahl ist. Bewegt er sich? Ich weiß gar nicht mehr, ob er sich unbedingt bewegt. Aber wir baiten den mal. Hat er hier auch einen Langspeer? Oh ja, wir stehen sogar in Range. Ja, die bewegen sich nicht. Nice. Dann können wir uns da ein bisschen annähern. Fangen wir schon mal an, den vorzuschwächen. Nevermind, besiegen wir ihn. Auch gut. Habe ich nichts gegen. Finde ich gut so. Gefällt mir sogar besser. Und Titania kann noch vorwärts. Wir müssen halt bei denen hier ein bisschen aufpassen, weil er halt diesen Kurzspeer hat und damit über zwei Felder angreifen kann. Das heißt, wenn wir ihn damit einen Frontkämpfer angreifen, kann er den Kurzspeer kontern. Upsa. Na, mittlerweile weicht Sohn relativ verlässlich aus. Du kannst dir nochmal einen Heal gönnen. Und dann einfach angreifen. Nein, nehmen wir das Stahlschwert. So.
Ich werde nicht zulassen, dass du auch nur einen Schritt weiter gehst. Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde dich niederstrecken. Du wirst leicht zu besiegen sein. Haha! So, Bolt, das ist ein Lanzenträger, der dich doppeln kann. Na los, zeigt's mir. An mir kommt kein einziger von euch vorbei. Und weiter geht's. Der teilt ziemlich gut aus. Oh, extra soll ich mal lieber da hinstellen. Nehmen wir das Königsschwert, dann machen wir nochmal 10 Schaden. So, dann kann Oscar nochmal. Also gut, er kann. Was macht so ein 7? 7 Schaden macht er. Dann reicht die Eisenlanze. Und Level up für Oscar. Oh, schön. Stärke, Verteidigung und Resistenz. Nice. So, dann kann sich Sören um den kümmern. Oh, hier endet also mein Leben. Aber selbst wenn ihr es bis nach Gallia schafft, dein wird siegen. Und dann kriegt Sören auch noch ein Level Up. Gutes Level Up. Und den Kurzschwert können wir gleich Oscar noch geben. Er kann sich erstmal noch einen Heal abholen. So, die Stabaxt kann eigentlich Beute haben. So, und bevor ich es vergesse, kriegst du das und dann kann Titania schon mal weg. Alk, ich gehe vor. Ich werde die Straße sichern. Oh. Ach, Titania hat den Hammer, ne? Egal, er hatte doch noch den Hammer, egal. Bist du sicher, dass du mich nicht als Rückendeckung brauchst? Absolut. Entkommt, meine Süßen. Ich frage mich, ob ich wirklich vorausgehen soll. Beeil dich besser, Alk. Ich reite voraus, Alk. Ich will sehen, ob vor uns noch mehr Feinde liegen. Es gefällt mir zwar nicht, aber ich folge dem Befehl und gehe voraus. Aber Alk, pass gut auf dich auf. Jetzt ist Alk ganz alleine. Zeit, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es geschafft. Bruder! Mein Lord Alk! Ah ja, Prinzessin Rolf, geht es euch gut? Jep, uns geht's gut. Ist dies Gaia? Haben wir es geschafft? Ich meine, wir haben es geschafft, nicht wahr? Wir sind in Sicherheit. Ich dachte, ich würde mich anders fühlen, aber das tue ich nicht. Das haben wir alles eurem Einsatz zu verdanken. Vielen Dank. Prinzessin Elincia. Es ist noch zu früh für Erleichterung. Die anderen haben noch nicht zu uns aufgeschlossen. Aha. Wir sprechen hier über den Commander. Ich denke nicht, dass wir uns über irgendetwas Sorgen machen müssen. Vater, Shinon, Gatri. Prinzessin, ich fürchte, unser Weg muss sich hier trennen. Was? Was hat das zu bedeuten? Wir gehen zurück, um unseren Gefährten zu helfen. Ich wünsche, dass ihr mit Arya zum königlichen Palast von Gaia geht. Was? Nein, Alk, ich bleib bei dir. Hör mir zu, Aya. Wir haben keine andere Chance, wenn jeder hier lebend rauskommen soll. Vater und ich werden so schnell wie möglich wieder bei euch sein. Mach dir keine Sorgen. Haben Vater oder ich jemals ein Versprechen gebrochen?
Nein, in Ordnung. Wir gehen schon mal vor. Danke, Aya. Wir sehen uns bald wieder. Ja, Titania, bitte passt auf meinen Bruder auf. Versprochen? Ich gebe dir mein Wort. Oscar, Boyd, lasst euch nicht töten, habt ihr gehört? Rolf, hört auf, ihr beiden. Ihr seid ja schlimmer als zwei alte Weiber. Uns wird schon nichts passieren. Schließlich passe ich ja auf Oscar auf. Entschuldigt bei Lord Reis? Ja? Nehmt das bitte mit euch. Das ist doch ein Stab der Pflege. Seid ihr sicher, dass das in Ordnung ist? Jeder von euch setzt sich wegen mir Gefahren aus. Ich kann nur hoffen, dass dieser Stab euer Risiko ein wenig mindert. Dankeschön. Vielen Dank. Dies wird von uns von großem Nutzen sein. Ich werde den anderen damit in euren Namen eine Hilfe sein. Danke. Bitte seid vorsichtig. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet? Oh, gütige Aschera. Bitte gib ihnen allen deinen Segen. Gut, wir brechen dann auf. Viel Glück. Passt auf und seid vorsichtig. Wir werden uns wiedersehen. Dessen bin ich mir sicher. Das weiß ich einfach. Also los, in welche Richtung, Sorn? Wir gehen nach Osten, zurück zu der Straße. Wir müssen den Commander finden, bevor der Gegner mit Verstärkung anrückt. Das war ganz schön lang. Jedenfalls, wir machen jetzt mal wieder eine kleine Pause und beim nächsten Mal geht's dann schon mit Kapitel 7 weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Macht das Beste draus. Bis zum nächsten Mal und ciao!